Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir von einem Händler uns holen können. Und zwar befinde ich mich einmal in Loam auf den Koordinaten 56, 55 in der Zaralek-Höhle. Und dort haben wir den Rufhändler für die Niffin und der verkauft uns ein schickes Toy und zwar hier Schnüffelsalz für insgesamt 200 Vorräte der Dracheninseln. Dafür müsst ihr aber erst ein bisschen was machen und zwar müssen wir da die Ruhmstufe ein bisschen erhöhen. Und ich habe das jetzt hier auf Ruhmstufe 11, gibt es das Schnüffelsalz. Und wie ihr da hinkommt, ja, ich gebe euch mal ein paar Tipps. Das erste, was ihr machen könnt, natürlich hier die Kampagne spielen. Zum aktuellen Stand geht die bei mir auf 6 von 7. Wahrscheinlich, wenn das Video kommt, kann man es schon komplett fertig spielen. Dafür gibt es immer zwischendrin für die meisten Kampagnenabschnitte so ein Token mit 2500 Ruf. Optimalerweise setzt ihr die Tokens immer dann ein, wenn der Dunkelmond Jahrmarkt ist. Dann gibt es ein bisschen extra Ruf. Was ihr zusätzlich noch machen könnt, sind natürlich World Quests, die hier in der Zone sind. Dann gibt es diese kleinen Hörnchen-Quests hier. Das sind so öffentliche World-Quests, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da können alle so ein bisschen mit dazu arbeiten. Die bringen auch nochmal zusammen 50 Ruf. Ne? Man hat dann einmal direkt 50 Ruf, dann gibt es noch eine Kiste, die man aufmachen kann, gibt es nochmal 50 Ruf. Die könnt ihr alle paar Tage noch mitnehmen. Dann habt ihr die Option hier bei dem Forscher unter Feuer. Quasi einmal in der Woche, wenn ihr den, ja, eine epische Kiste bekommt, also 12 von 12 Events erspielt, insgesamt 1000 Ruf zu kriegen und zusätzlich dann immer 50 Ruf für jedes weitere Mal, wenn ihr das Ganze abschließt. Das ist jede Stunde, immer zur halben Stunde, also 1.30 Uhr, 2.30 Uhr, 3.30 Uhr und so weiter. Also da könnt ihr theoretisch auch öfter Ruf farmen. Dann habt ihr noch die Option, dass ihr hier so eine Weekly Quest machen könnt. Da müsst ihr 1500 Ruf sammeln für die Niffen und bekommt dann aber auch nochmal extra 500. Genau, das sind so die Sachen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr auch so einen Vertrag noch kaufen. Falls ihr einen Inschriftler habt oder im Auktionshaus euch das kaufen könnt, dann gibt es auch nochmal ein bisschen extra Ruf bei den Niffen. Und das sind eigentlich so die Sachen, die ihr hier erledigen könnt, um Ruf zu bekommen. Zusätzlich gäbe es jetzt auch noch die Option bei diesem Niffen-Schnüffel-Grab-Game, wo ihr dann immer so einen Plan braucht, und zwar so einen. Da könnt ihr dann mit dieser Grabungskarte quasi immer eine Grabung freischalten und am Ende gibt es ja eine kleine Kiste und in dieser Kiste kann dann immer ein Ruftoken drin sein, die euch 250 Ruf bringt. Was der Vorteil ist, die ist Battle.net-Account gebunden, heißt, ihr könnt es auch mit allen möglichen Twinks machen und dann dementsprechend mit dem auch die Ruftokens auf einen Char schicken, zum Beispiel euren Main und da euren Ruf ein bisschen erhöhen. Gut, soweit zu den Ruf-Vorgeplänkel. Jetzt schauen wir uns das Toy an. Das Schnüffelsalz bringt einen Freund dazu, euch zu besuchen. Ich vermute jetzt einfach mal, es bringt einen kleinen Niffin zu uns und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Schnüffelsalz, da haben wir es. Setzen wir ein. Und jetzt habe ich irgend so eine Blume auf dem Kopf, aber das war's. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es das war. Hat eine Stunde Abklingzeit? Ja, ich hatte irgendwas aus dem Boden raus abgeschossen, meine ich. Und jetzt habe ich so eine Blume auf dem Kopf. Wisst ihr was? Ich habe hier den zweiten Account auch noch am Start. Das werden wir jetzt einfach nochmal ausprobieren, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob es das ist. Ist das irgendwas mit... Hier, Schnüffelsalz, da haben wir es. Okay, hier. Ah, da sieht man es besser. Der wirft mich ab. Ah, okay. Das war anscheinend im Gebäude drin. Deswegen hat man es nicht vernünftig gesehen. Okay, also der hat mich jetzt gerade abgeschmissen. Und dann habe ich einfach hier diese Blume auf dem Kopf. Ja, gut. Ist eine ganz nette Angelegenheit. Brauchen tut man es wie die meisten Toys, würde ich jetzt mal behaupten. Nicht, aber es ist halt wieder ein Toy mehr. Und dementsprechend auch wieder eins in der Sammlung, das wir jetzt quasi abschließen konnten. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.